Ja, natürlich auch was das Wertevermitteln angeht, insbesondere für die Bewegung. Das haben wir jetzt auch gerade nach der Corona-Pandemie auch überall gesehen und gehört. Aber der RSV Nahe-Dill ist natürlich auch für eure Region nochmal ganz besonders. Was bedeutet der Verein für die Region? Ich glaube, wir sind eines der Aushängeschilder der Region. Wir spielen seit 26 Jahren Bundesliga. So lange schon? Ja. Sind inzwischen deutscher Rekordmeister, deutscher Champions League-Rekordsieger. Also ich glaube, wir haben uns schon einen Stellenwert in der Gesellschaft erarbeitet. Ja. Und natürlich haben wir mit unserem sehr, sage ich mal, charaktervollen Sport, haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Und allein das ist natürlich schon etwas, wo sich dann auch der Standort, die Buderus Arena und Wetzlar natürlich hervorheben. Ja, wir kommen jetzt gleich mal zu dir. Du bist die Trainerin, wie lange schon? 5 Jahre. Oh wow, okay. Ja. Janet hat vorher selbst in der kanadischen Nationalmannschaft gespielt, Rollstuhlbasketball. Jetzt bist du, also hast du gerade den WM-Titel geholt, das muss ich jetzt sagen, nicht überschlagen, das ist extrem wichtig. Wie bist du zum RSV Nahe-Dill gekommen, von Kanada hierher zu uns? Ja, ich war interessiert, mich zu verbessern als Spielerin und so habe ich nach Deutschland gekommen, Profi zu spielen. Ja. Ich habe angefangen in Trier und dann zum Wiesbaden gewechselt. Und dann, als ich meine Karriere beendet habe, ich hatte so überlegt ein bisschen, was ich machen soll. Und ich war zusammen in der Zeit mit der ehemaligen Trainer von RSV Nahe-Dill, der ist mein Mann gewesen jetzt. Ja. Und da hatte ich so ein bisschen zu RSV gekommen und dann angefangen als Co-Trainer und dann das Job als Cheftrainer. Okay, ich muss mal kurz zwischenfragen, weil du sagst, du bist nach Deutschland gekommen. Ist hier die Rollstuhlbasketball-Szene eine andere oder kommt man hier besser voran als in Kanada oder war es einfach nur, dass du neue Perspektiven gesucht hast und was Neues wolltest? In Kanada, wir haben das Problem, dass wir zu wenig Menschen oder zu große Fläche haben. So, okay. Das für eine Profiliga ist wirklich schwer. Wir sehen das mit Fußgängerbasketball auch. Wir haben nur eine NBA-Mannschaft in Kanada, weil es so weit auseinander alles ist. Stimmt, ja. So die Kosten da sind riesig. Klar, ein Spieler von uns 4 Stunden fahren. Mindestens. Das wäre ein enges Spiel, da muss man 4 Stunden fliegen. Ist so vielleicht ein etwas. Es ist keine starke Liga in Kanada. Okay. Und ich hatte schon andere Spieler von der Herrenmannschaft bekannt, dass die hier in Deutschland gespielt haben. Manche haben auch Nahe-Dill vorher gespielt. Und ja, so das war ein Schritt, nicht nach Europa zu kommen. In Deutschland war dann, wo ich mich gelandet habe. Okay. Lass uns mal kurz über die Diversität sprechen, gerade auch in der Mannschaft. Also wie ist die Mannschaft aufgestellt bei euch? Wir haben so 11 Spieler, ja. 2 Frauen. Ja, spielen in einer Mannschaft. Ja, wir spielen alle in einer Mannschaft. Wir haben einen Fußgänger, so er nicht klassifiziert ist, so im International Bereich muss jemand eine Klassifizierung haben. So, das ist unterschiedlich mit Behinderung. Ja. Aber in der deutschen Liga dürfen wir ohne Behinderung spielen. Also ich weiß nicht, ob Sie das wussten, ich habe das auch erst vor kurzem erfahren. Es gibt tatsächlich in den Teams vom Rollstuhl Basketball Fußgänger, die also gar nicht normal eben auf den Rollstuhl angewiesen sind. Weil wir haben das ja auch Rollstuhlbasketball gespielt und brauchst den Rollstuhl normalerweise nicht. Ja. Genau. Das ist so interessant, es gibt dann entsprechend zur Klassifizierung. Frauen und Männer spielen zusammen. Ja, und wir haben auch Spiele von über den ganzen Welt aus Australien, Japan, Niederlande, Großbritannien, USA. Ja, überall und wir sind zusammen in einer Mannschaft. Thomas, wenn da viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen so zusammentreffen, wie ist so das Teamgefüge? Unterhalten wir alle Englisch? Inwiefern ist da so die Kommunikation untereinander? Im Training und alles ist alles auf Englisch. Okay. Aber ja, die Leute, die zu uns kommen, die versuchen dann schon auch so schnell wie möglich Deutsch zu lernen. Ja. Zum Beispiel, wir haben den Yannick Blair aus Australien, er spricht mittlerweile schon perfektes Deutsch. Wow. Und er will auch immer nur Deutsch reden. Okay. Das ist schon immer noch beeindruckend. Okay. Gut. Andreas, jetzt haben wir gerade auch tatsächlich darüber gesprochen, Diversität, Integration, Nachwuchsförderung ist bei euch auch ein sehr, sehr großes Thema. Inwiefern, wie packt ihr das an? Wie sieht es bei euch aus? Naja, für uns ist natürlich, wir definieren uns natürlich über Leistung, das ist ganz klar. Ne? Wir sind Profisportler, die Mannschaft trainiert 10, 14 Mal in der Woche. Dementsprechend ist das wie in jeder anderen Sportart auch. Aber wir wollen natürlich den Charakter, den wir haben, nämlich den Rollstuhl überhaupt nicht wegdiskutieren, weil wir ihn als Fund
quasi als Vorteil sehen. Und damit haben wir natürlich gesellschaftlich einiges zu bieten und wir arbeiten genauso wie jeder andere Verein auch, um Nachwuchs quasi an uns heranzuführen und natürlich den Sport stark zu machen. Ja. Ja, jetzt seid ihr ja natürlich hier auf der Bühne, weil ihr Macher seid. Ich habe schon gesagt, ihr packt an, ihr sorgt dafür, dass das Thema Inklusion in unserem Bewusstsein und dass es einfach normaler wird. Es ist aber auch so, dass Medeiros natürlich euer Sponsor ist. Das ist mit ein Grund, warum wir euch hier begrüßen. Erzähl uns ein bisschen mehr zu der Zusammenarbeit mit Medeiros. Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte. Natürlich passt das auch wie die Faust aufs Auge, weil wir kommen alle aus derselben Stadt. Ja. Die Heimat von Medeiros ist hier in Hessen, ist in Wetzlar, also 60 Kilometer nördlich. Der RSV Lanill kommt aus Wetzlar, spielt in der Medeiros Arena. Wir haben auch einen vierten Partner sozusagen an Bord, also nicht nur die Arena, den RSV und Medeiros, sondern auch die HSG Wetzlar aus der Handball-Bundesliga. Die wir auch noch begrüßen, zwei. Die auch heute noch da sind, genau, die quasi Büro an Büro bei uns sozusagen auch in einer WG arbeiten. Ja. Und das ist natürlich eine fantastische Geschichte, aus denen man natürlich Storytelling und Geschichten erzählen kann. Medeiros war sicherlich die Nummer 1 in Wetzlar, also die waren vor uns da. Aber ich glaube, wir haben uns da ganz gut emanzipiert und wir arbeiten an so vielen Dingen, die auch für uns Werte und Wichtigkeiten besitzen, wie zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Da hat der Sport sicherlich noch einige Aufgaben zu bewerkstelligen. Aber die sind für uns in unserer DNA genauso wichtig, wie sie für Medeiros sind. Und dann müssen wir natürlich schauen, wie kommen wir da weiter. Ja. Und dann können wir super zusammenarbeiten. Ja. Das macht riesen Spaß und riesen Freude. Ja, wichtig ist aber, dass ihr das zumindest auf dem Schirm habt und sagt, okay, da muss ich uns hinbewegen. Ihr spielt am Wochenende. Also ja. Wer jetzt sagt, boah, ich bin interessiert, ich war tatsächlich noch bei keinem Spiel dabei. Ich weiß aber, dass die Stimmung unfassbar sein muss. Das haben mir schon viele Menschen erzählt. Ihr spielt am Samstag. Die HSG spielt am Sonntag gegen den Bergischen HC und wir dürfen am Samstag ran und spielen gegen den BBC Münsterland. Ja. Das ist das letzte Spiel der Hauptrunde bei uns in der Bundesliga. Okay. Danach geht es in die Playoffs und dann geht es richtig um die Wurst sozusagen. Also richtig um die Wurst. Also um wer interessiert ist, ihr habt dieses Wochenende auch ganz spezielle Zuschauer. Es gibt die, wie heißt die WG? Wir haben die Medeiros Fan-WG, die erstmalig ins Leben gerufen worden ist, in Wetzlar zu Gast. Das heißt, bundesweit konnten sich Leute bewerben. Wir sind jetzt zu Gast bei Medeiros, 3 Tage in Wetzlar. Heute Abend ist schon das erste Abendessen mit Spielern von der HSG und vom RSV Lahnhill. Morgen gucken dann die Gäste, die gewonnen haben, die sich beworben haben. Unser Spiel in der Bundesliga begleitet von 1-2 HSG-Spielern. Ja. Und dann umgekehrt. Dann werden die Gäste von uns begleitet beim HSG-Spiel. Und so sieht man, wie diese Geschichte nicht nur, also das Sponsoring von Medeiros nicht nur einfach plakativ auf irgendwelchen Werbeträgern ist, sondern wie es gelebt wird, ja, und was daraus gemacht wird und dann das Storytelling dazu und dann passt das. Das ist eine tolle runde Geschichte. Ja. Oh, das wird ein spannendes Wochenende, ne? Ja. Für die 3 aus der WG. Herr Thomas, ich muss noch mal ganz kurz zu dir kommen. Ich habe eingangs erwähnt, du bist auch Kapitän des Teams. Ich weiß gar nicht, ob es in dem Film auf der Medeiros Homepage war. Du hast gesagt, ja, reden kann man viel. Man muss aber auch mal machen. Als Kapitän ist es schon mal auf jeden Fall ein gutes Credo. Was macht euch denn aber so auch als Team zu machen? Ich glaube, dass das ganze Teamgefühl, was wir haben, dass wir einen unglaublich guten Zusammenhalt haben als Team. Nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch neben dem Spielfeld. Also wenn wir nicht trainieren oder spielen, wir verbringen unsere Freizeit miteinander, wir verstehen uns super gut und ich glaube, sieht man auch auf dem Spielfeld, dass dann der eine für den anderen nochmal so die paar Prozent einfach mehr gibt, weil auch so Freundschaften entstehen in der Mannschaft. Und zum anderen glaube ich, dass das uns zum Machen macht, dass wir uns jeden Tag Training verbessern wollen. Also wir geben uns eigentlich nicht damit zufrieden, was wir schon erreicht haben, sondern wir wollen immer noch, jeder für sich will, nochmal besser werden. Und ja, auch dann eben das Team nach vorne bringen. Ja, eine gesunde Portion Ehrgeiz. Ich muss mal fragen, weil ich das interessiert bin, wann bist du zum Rollstuhlbasketball gekommen?
Das war mit 11 Jahren habe ich angefangen. Okay. Das ist schon eine Zeit lang her, ja. Okay, ich wollte jetzt gerade fragen, wie lange ist das her, aber. Das ist jetzt 20 Jahre her. Echt? Ja. Okay, ich hätte da jetzt ein paar Jahre weniger. Aber gut, alles klar. Wow. Ja, und ich muss dazu sagen, also Thomas, also der RSV Lahn-Dill ist generell schon, wie du gesagt hast, sehr erfolgreich. Er spielt schon fast 2 Jahrzehnte, über 2 Jahrzehnte, genau, in der Bundesliga. Du bist schon, spielst du dann, also wie gesagt, in der Champions League, ne? Also bist du auch zum Beispiel seit deutscher Meister geworden. Du bist auch in der Nationalmannschaft. Gibt es da noch Ziele, die zu erreichen sind? Oder? Ja, also ich habe schon noch Ziele, sonst würde ich glaube ich jetzt nicht mehr spielen. Ja. Was bleibt noch aus? Ja, zum einen mit der Nationalmannschaft haben wir jetzt nie so wirklich bisher eine Medaille gewonnen bei Paralympics zum Beispiel. Ja. Das wäre schon so ein Traum. Aber dann zum anderen mit dem RSV natürlich. Ich habe aktuell noch 2 Jahre Vertrag bis 25. Ja. In der Zeit würde ich zum einen mich selbst weiterentwickeln als Spieler, aber auch so viel Titel wie möglich noch mit dem RSV gewinnen. Aber auch über das Sportliche hinaus, denke ich, will ich den RSV nach vorne bringen, dazu beitragen, den RSV nach vorne zu bringen. Und ja, das sind so die Ziele, die ich noch habe. Man spürt auf jeden Fall den Spirit. Letzte Frage, Tennis. Es ist Freitag, ich habe gehört, ihr trainiert 14, 16 Mal die Woche. Ist jetzt heute Training ausgefallen, weil ihr hier seid, macht es der Co-Trainer und ihr schwänzt, oder wie läuft es? Nein, wir haben heute Nachmittag Training, so um 15 Uhr in die Arena, in der Paris Arena, so vor morgen vorzubereiten. Okay. Normalerweise haben wir auch viele Wirftrainingzeiten, dass die Spieler benutzen und Krafttrainingzeiten. Wir machen das viel so selbst. Manchmal, wenn die wollen, dass ein Trainer dabei ist, kann ich auch dabei sein. Ja. Aber wir haben so abends und nachmittags in der Woche unser Mannschaftstraining. Das hat gut gepasst mit heute. Okay, sehr gut. Also es ist kein Training abgesagt worden, es kommt niemand zu spät, ist alles gut. Macht man noch was nebenbei? Also wenn du jetzt Profi-Rollstuhl-Basketballer bist, hat man dann noch einen anderen Job oder bist du quasi Vollzeit-Rollstuhl-Basketballer? Also bei uns in der Mannschaft, wir haben eigentlich fast alles sind wirklich Vollzeit. Okay, cool. Profis, ich meine, die kommen ja auch aus Amerika, Australien, ja. Dann nach Deutschland, um Rollstuhl-Basketball zu spielen. Ja. Ich bin aktuell dabei, ein Sportmanagement-Studium zu machen. Nebenbei? An der Fernuni. Ja. Und ja. Ja, dann viel Erfolg. Ja, auf einen baldigen Abschluss. Beides parallel zu fahren ist sicherlich nicht immer so einfach. Ja, ganz, ganz lieben Dank, dass ihr da wart, der RSV Lahn-Dill. Dankeschön an Thomas, Andreas und Janet. Wir möchten euch nicht gehen lassen, ohne noch ein paar kleine Präsente, die uns Monika jetzt vorbeibringt. Dankeschön. Und in der Zeit, dass sie das überreicht. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Sagt bitte liebe Grüße an alle. Und ja, ich hoffe, wir haben jetzt vielleicht den einen oder anderen dazu animieren können, vielleicht mal bei euch vorbeizuschauen bei einem Match. Dankeschön an euch. Der RSV Lahn-Dill hier auf der Bundesliga-Bühne. Für Sie um 13.30 Uhr dann also hier die nächste Präsentation. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Der WLW 186i, insbesondere für den Neubau. Da können Sie sich dann hier auf der Bühne freuen. Viel Spaß jetzt bei